Hallo meine Freunde, hier ist der Luke und ich hoffe, es geht euch gut. Ha, das habe ich aber auch lange nicht gesagt, ne? Ja, heute gibt es mal wieder ein kleines, aber feines Video von mir. Ist jetzt nichts Großartiges, aber es gibt erfreuliche Neuigkeiten. Und zwar gab es heute auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Battlefield dieses kleine Video, was jetzt folgt. Wir sehen, glitchy, glitchy, bisschen Sound. Die Melodie kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Sag ich nur. Ja, das ist ein kleiner Reveal-Trailer zum Reveal-Trailer von Battlefield 6. Das heißt, wir haben jetzt ein offizielles Datum, wann der Trailer bzw. der Reveal-Trailer rauskommen wird. Und das ist der 9. Also, wir haben noch ganze 8 Tage zu warten, bis wir endlich mal was von Battlefield 6 zu sehen bekommen. Juhu, sag ich nur. Ja. Das ist zwar noch nicht viel, aber wir sehen zumindest mal, worum es geht, etc. Ich habe mir diesen kleinen Trailer auch mal wirklich Frame für Frame angeguckt, ob man irgendwo was Verstecktes sieht. Naja, irgendwie einen Hint bekommt, ob man schon irgendwas erkennen kann. Ich habe nichts gefunden, aber auch wirklich gar nichts. Hier und da sieht man schon mal vielleicht eine Hand mit viel Einbildung, aber das, naja, so diese Frostbite Engine Hand, ne, das sagt ja jetzt nicht viel. Also von der Musik und dieser Art, wie dieser kleine Reveal Trailer gemacht ist, kann man allerdings vermuten, finde ich, dass es doch in die moderne Richtung geht. Also ist schon so ein bisschen glitchy vom Sound her, fast schon Cyberpunk-mäßig irgendwie. Man fühlt sich so ein bisschen erinnert. Ja, und auch das Farbenspiel und wie gesagt, dieses bisschen verzerrte und glitchige deutet doch stark darauf hin, dass das Ganze in einem modernen Setting passieren wird. Ich bin wirklich gespannt auf den Trailer. Ich werde dazu auf jeden Fall auch noch ein neues Video machen. Deswegen auf jeden Fall liken und abonnieren nicht vergessen. Ja, und das war's auch schon wieder. Naja, wie gesagt, sollte nur ein kleines Video sein, falls irgendwer von euch das nicht mitgekriegt hat. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne, sag ich mal. Tschüss! Passt ja auch erstaunlich gut zu meinem Outro, die Musik. Zufall? Ich denke nicht.